mein Name ist Florian Kluger. Ja, ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informationsverarbeitung an der Uni Hannover. Beim Thema Link arbeitet das Institut zusammen mit Musikern und Künstlern, um zu erforschen, wie man künstliche Intelligenz für die Kunst in neuartiger Weise einsetzen kann. Und da betreue ich das Projekt von Seiten des Instituts und beschäftige mich dort mit dem Thema maschinellem Lernen und künstliche Intelligenz und wie diese eingesetzt werden kann, um im Bereich des Themas Computer Vision dem Computer ein gewisses Szenenverständnis beizubringen. Also da würde ich erstmal einen Blick ins Ausland wagen. Wenn man sich so die einschlägigen großen Konferenzen zum Thema KI und maschinellem Lernen anschaut, bekommt man den Eindruck, dass die sehr stark geprägt sind von vor allem US-amerikanischen Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft oder auch chinesischen Unternehmen wie zum Beispiel Baidu, die durch ihre Präsenz und durch den Output, die sie dort liefern, geschuldet der Ressourcen, die sie natürlich haben, die Möglichkeit haben, sehr stark zu bestimmen, welche Themen gerade aktuell, welche Themen gerade im Trend sind und wohin dementsprechend die KI-Forschung getrieben wird. Und ich denke, was in Deutschland oder eigentlich in ganz Europa da gefragt wäre, wäre eine stärkere Förderung der Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz. Also meiner Ansicht nach ist es wichtig, den Blick dafür zu schärfen, was kann KI, was sind die positiven Seiten von künstlicher Intelligenz einerseits, andererseits aber auch, wo sind die Risiken, wo sollte man eher skeptisch sein und was kann man eigentlich erwarten. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass viele Leute sehr hohe Erwartungen in künstliche Intelligenz stecken, während ich der Meinung bin, dass man da ein bisschen die Erwartungen realistischer halten sollte. Andererseits sehe ich auch viel Skepsis, dass manche Menschen da denken, dass dort Maschinen entstehen, die ihnen beispielsweise die Arbeit wegnehmen könnten. Und ich denke, in dem Bereich ist es auch wichtig, den Blick dafür zu schärfen, was können die positiven Seiten sein, beziehungsweise vor allem auch den Blick dafür zu schärfen, wie man mit diesen möglichen Risiken dann so umgehen kann, dass diese eventuell begründeten Ängste nicht mehr begründet sein müssen. Es gibt eigentlich einen regelrechten Hype um das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz. Also wenn man sich jetzt im Bereich der Forschung die großen Konferenzen in dem Bereich anschaut, dann verzeichnen die in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr einen neuen Rekord an eingereichten Papern. Und ich denke, das kommt vor allem daher, dass seit ein paar Jahren wieder die künstlichen neuronalen Netze oder das Thema Deep Learning, wie es oft genannt wird, einen Aufschwung erfahren hat. Die Technik an sich ist nichts Neues, das gibt es schon seit den 80er Jahren, wurde damals allerdings relativ schnell abgetan als, das funktioniert nicht wirklich. Vor ein paar Jahren hat man aber festgestellt, wenn man genug Rechenleistung hat und eine große Menge an Daten, dann funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich habe gemerkt, als Informatiker oder Ingenieur ist man eine sehr zielgerichtete Arbeitsweise gewohnt. Das heißt, man hat eine konkrete Vorstellung davon, was möchte man mit dem, was man gerade entwickelt, erreichen. Jetzt hier in dem Projekt mit Kunst und KI zusammen ist das natürlich etwas anders. Das ist alles deutlich ergebnisoffener. Das heißt, je nachdem, welches Ziel man sich definiert, ergeben sich andere Möglichkeiten, aber je nachdem, welche Möglichkeit man überhaupt im Blick hat, kann man auch wiederum das Ziel vielleicht verändern, sodass es alles etwas weniger geradlinig ist. Und das finde ich sehr spannend.